Was? Was ist da los mit dir, Dirados? Erkläre dich. Hä, dachte, dass du ein Mädel bist? Was? Ach so, wegen dem anderen Set vielleicht, weil Ryu hat mir gestern noch ein neues Set hergestellt. Und jetzt sehe ich halt anders aus, naja. Aber ich meine, ich habe jetzt nicht mal mehr einen Rock an, so wie gestern. Also ich weiß nicht, woher du das nimmst. Ah, die steht ja wieder da draußen, ne? Ishiwa, grüß dich, du schon wieder, ne? So. Es tut mir leid, dass ich neulich so emotional geworden bin. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht in Schwierigkeiten gebracht. Die Partier wollen mich sehen. Ich war mir sicher... Wollen mich sehen? Ich war mir sicher, die hätten für den Rest ihres Lebens genug von mir. Aber jetzt ist wohl nicht die Zeit, nachtragend zu sein. Wir haben einen gemeinsamen Feind und der muss aufgehalten werden. Ich werde nach Camp Seelenruhe gehen. Wir treffen uns dort. Meine Güte, jetzt renne ich extra hier zu dir hin und du gehst wieder. Die deutsche Übersetzung ist sowieso eher meh. Okay, nicht unbedingt von der Übersetzung selbst, sondern Grammatik und Rechtschreibfehler. Oft auch komplette Skillbeschreibungen fehlen. Was? Sogar Skillbeschreibungen? Okay. Das ist dann schon ein bisschen heftig, ne? Ich habe gerade nur das Mädel gesehen, dachte, das bist ich. Der NPC? Du meinst die Partial? Hab ich mich jetzt... Ah, hier. Warte, jetzt bin ich eh gleich wieder da. Meinst du die da? Oh Mann. Hast du heute Weihnachtsfeier gehabt und ein bisschen zu viel getrunken? Kann das sein? Komm, sei ehrlich, gib's zu. Danke, dass ihr gekommen seid, Shardon und Ishiwa. Folgendes haben wir herausgefunden. Der Gebieter des Wächterbaums hat auf das faulige Fleisch genauso reagiert wie auf die Verderbnis. In ihnen liegt anscheinend die gleiche ätherische Verunreinigung vor. Wenn nichts unternommen wird, könnte Alakas Drohung tatsächlich wahr werden und die ganze Welt von Verderbnis und Tod befallen werden. Und was gedenkt ihr dagegen zu unternehmen? Aaron und ich werden den Wald verlassen und Alaka in Draviana stellen. Dravania, nicht Traviana. Wir Partial sind das Bindeglied zwischen dem Wald und seinen Bewohnern. Wir haben von klein auf geübt, den Stimmen der Gebieter zu lauschen und ihre Warnungen zu beherzigen, um Unglück fernzuhalten. Die Gebieter sind Äther in seiner reinsten Form. Äther, mit dem wir kommunizieren können. Wir sind dazu in der Lage, schon leichteste Schwankungen im ätherischen Gleichgewicht zu erkennen. Wir werden das Labor dieser Alaka aufspüren und unschädlich machen. Und was ist mit dem Gesetz des Waldes? Unsere Schwester Kanesena höchstpersönlich hat uns die Erlaubnis erteilt. Während unserer Abwesenheit wird sie sich darum kümmern, dass die Harmonie im Wald gewahrt wird. Deine Worte klingen noch immer in unserem Herzen nach, Ishiwa. Es ist nicht rechtens, dass wir die Bekämpfung der Verderbnis allein euch aufbürden. Als Partial, ja, als Weißmagier ist es unsere Pflicht, in der Sache aktiv zu werden. Was werdet ihr wirklich tun? Dann erlaubt mir, mich für meinen barschen Auftritt bei unserem letzten Treffen zu entschuldigen. Das ist nicht nötig, Ishiwa. Er war es, der uns die Augen geöffnet hat. Und wir wüssten dich auch weiter gerne an unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass wir den Wald verlassen. Da können wir eine gute Führerin wie dich gebrauchen. Im Gegensatz zu dir würden wir uns vermutlich schon in Quertos so hilflos verlaufen, dass wir bis zur 8. Katastrophe nicht in Dravania ankommen, Shardon. Keine Angst, Shardon. Ich werde die Partial sicher bis nach Widerhag geleiten. Wir treffen uns dort. So, was? Glühwein gefunden. Bin mal kurz away. Okay, alles klar. Ich gehe dabei mal wieder hier zurück und mache die Quest weiter. Ich frage mich, wie viele Klassenquests ich jetzt noch machen kann, weil ich habe jetzt eigentlich echt schon viel gemacht, ne? Naja, während ein Auto fahren, da, wenn du so im Stau stehst, da hast du dir gedacht, weißt du was? Jetzt einen Glühwein reinzischen, das ist fein. Ne? Wenn du schon im Stau stehst, dann kannst du aber gleich so ein bisschen, ne? Kannst du auch Spaß haben, kannst du die Zeit sinnvoll vertreiben. So. Da wären wir also in Widerhag. War doch gar nicht so schwierig. Das hätten wir sicher auch ohne Ishiwa geschafft. Das kommt von der Richtigen. Du bist doch auf dem Weg hierher keinen Schritt von ihrer Seite gewichen. Das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Sag lieber mal, Arun, hast du immer noch keine Schwankungen im ätherischen Gleichgewicht bemerkt? Oh doch, ich fühle eine Erschütterung im ätherischen Gleichgewicht.
Ihre Quelle liegt nordwestlich von hier. In Morn? Morn? Maun? Morn? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gebiet durchzogen von zahllosen Tunneln. Wir würden ein gutes Versteck abgeben. Wir werden uns direkt in das Hochgebiet der Drachen begeben. Äußerste Vorsicht ist geboten. Darauf habe ich doch nur gewartet. Die Drachen sollen nur kommen. Ich werde sie gemeinsam mit Alaka auf einer Windra-Welle hinwegboosten. Niemand hat gesagt, dass wir einen Feldzug gegen die Drachen führen wollen, Rajao. Wir sind gekommen, um die Verderbnis zu bekämpfen. Vergiss das nicht. Ich sag's ja nur, wenn die Drachen es wagen wollen, uns anzugreifen, werden sie ihr blaues Wunder leben. Und jetzt auf nach Morn. Ich werde nicht zulassen, dass jemand den Finsterwald in einen Ort des Todes verwandelt. Okay. Ich muss sagen, die Klassenquest finde ich tatsächlich interessant. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich so, ne? Denke ich mal. Jetzt könnte ich eigentlich einen Mount brauchen. So ein kleines, nützliches Flugmäuntchen. Xephon, grüß dich, hallo. Schön, dass du auch wieder da bist. Wo du für einen Weißmagier gesagt hast, klang das wie Reichsmagier. Ah! Hallo. Hallöchen, grüß dich, wie geht's dir? Alles ganz gut. Soweit. Ja. Jetzt gehen die Feiertage los, ne? Ja, noch geht's mir gut. Ja, ich hab's ähnlich wie du. Also meine Feiertage werden auch ziemlich stressig werden. Naja. Hofft man das Beste. Ja, bleibt einem eh nichts anderes übrig, ne? Naja. Nur. Ja, gleichzeitig Arbeit, dann drei verschiedene Orte, an denen ich sein muss, gleichzeitig mehr oder weniger. Und dann noch umziehen nebenbei, das ist mega cool. Mhm. Ich habe ein Level-Up, lol. Okay, nice. Auf geht's halt. Jo, danke. Jetzt bin ich schon 67. Puh, und wo bin ich mit der Main-Story? Auf 51 wahrscheinlich, warte mal. Ne, immer noch auf 50. Okay. Oh Mann. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Also, bei den Gebieten merkt man schon echt stark, dass sie eigentlich darauf ausgelegt sind, dass du einen Flugmount haben sollst. Weil. Mhm. Ich meine, nicht nur, dass sie groß sind, du hast doch einfach Passagen, wo du nicht weiter kannst und dann musst du suchen, ja. Ja. Wie komme ich da jetzt? Ja. Genau das Gebiet, wo du gerade bist. Das ist mir damals, wo ich das durchgequestet habe, so dermaßen auf den Keks gegangen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, ich kann verstehen, wieso. Ich tendiere jetzt eigentlich schon dahin zu laufen. Ich glaube, das ist... Ja. Ich habe mich da so oft auch geärgert, weil ich nicht wusste, wie kommst du jetzt da lang? Oder ich wollte da hoch und es ging halt nicht. Und keine Ahnung, ey. Ja. Das ist... Vor allem, weil du hast halt auch diesen Fork of War, ne? Also du siehst halt auf der Minimap absolut gar nichts. Oder auf der Map. Zumindest in WoW ist es so, ne, wenn du es nicht aufgedeckt hast, dann hast du zumindest noch die Umrisse trotzdem da, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ich glaube, du hast die Umrisse trotzdem da. Insofern kannst du da schon irgendwie zumindest ums Gelände herum navigieren. Du weißt halt nicht, was dort ist, aber du kannst zumindest so um eventuelle Berge rum navigieren. Aber was ist denn das? Aber da rein? Nö, aber das wird sicher noch für irgendwas gut sein, nehme ich an. Ich komme hier auch nicht weiter. Ach, come on. Wie komme ich denn da hin? Ich probiere es mal von da unten, bitteschön. Mach mal so. Genau, einfach mal porten. Ja, nur porte ich mich eigentlich weiter weg. Das ist halt das Problem, ne? Ich porte mich weiter weg, um eventuell einen Weg zu finden, wie ich da hochkomme. Ich könnte dich gleich auch eventuell fliegen. Das wäre mega nice. Ich habe zwar gerade schon einen in der Gruppe, den Offline, der hat mich gerade geflogen, nur jetzt ist er gerade weg. Achso, ist er offline, der Offline? Ja, der ist gerade offline. AFK. Verdummt. Jo. Ja, ich habe halt das Problem gerade eben gehabt. Ich wollte halt einloggen, aber... Ich habe ja dieses Einmal-Passwort, diesen ähnlich wie ein Authenticator für ein Battle.net. Ja, den habe ich auch, ja.
ist halt auf meinem Smartphone. Mein Smartphone ist leer und... Oh. Naja, dann machst du nichts. Ich hab mir auch schon überlegt, weil ich habe das eben für WoW auch und für... Wow, das ist ein Drache. Für Final Fantasy und für andere Spiele, also für alles Mögliche habe ich das. Nicht nur für Spiele, sondern generell. Gibt ja auch andere Services, ne? Und da dachte ich mir so, ja, wenn jetzt dein Handy abschmiert, ne? Dann hast du ein Problem. Das ist richtig. Vor allem ganz interessant fand ich es auch früher. Das hatte ich bei ich glaube, Star Wars. Da habe ich mir diese Collectors oder Deluxe Edition gekauft von Star Wars. Das Online-Star Wars aus von ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie hieß das? Battlefront? Nee, nicht Battlefront. Battlefront war ja ein Shooter. Ich meine wirklich ein MMORPG. Ach so. Ich habe keine Ahnung. Aber Old Republic, glaube ich. Ach ja, genau, Old Republic. Ja, kenne ich. Stimmt. Naja, da gab es bei der Collectors Edition einen Token dabei. Also da hat es so einen Authenticator dabei. Nicht als App, sondern als so ein kleiner Hardware-Dongle quasi. Also da konntest du einfach so auf einen Knopf drücken und er hat dir den Code angezeigt. Ne? Und da dachte ich mir dann halt auch, jo, wenn ich den jetzt aktiviere, ne? Und den verliere ich dann. Ja, GG. Ja, der ist scheiße, ja. So ist das. Nee, also ich finde den auf den Battle.net Authenticator, den man sich kaufen kann, den finde ich auch komplett Quatsch. Im Blizzard Store. Ah ja, stimmt, da konntest du auch Hardware kaufen dafür. Ist recht, eben, ne? Weil du musst dir das Ding kaufen, dann musst du es mit dir rumschleppen und ja, eben, dieselbe Sache ist, wenn du es verlierst, hast du verkackt. So. Mhm. Und mit dem Smartphone-Ding, das kostet dich erstens nichts und zweitens hat man sein Smartphone eigentlich sowieso immer dabei. Ja, genau. Und da gibt's dann halt auch diesen Rettungsschlüssel oder was auch immer da, den man dann eingeben kann, falls man mal irgendwie ein neues Smartphone hat oder so. Und ja, aber den musst du dir halt extra notieren, ne? Viele machen das nicht. Ja, gut, ich habe mir den irgendwo mal in einem Textdokument gespeichert gehabt. Ja, das ist... Ich hab's, wenn du ein iPad hast, also wenn du jetzt ein iPhone und ein iPad hast, dann wird das eh automatisch synchron. Holy, ich komme schon wieder nicht weiter! Geht mir das auf den Keks? Ich glaube, du kannst da rechts da auf der Map, wo du diesen Weg nach links reingehst, da kann man hoch. Oh, beziehungsweise rein. Da immer. Links rein meinst du und dann hoch irgendwie? Ich weiß es. Da bin ich nämlich, gerade da so, also da unten bin ich hergekommen und dann so durchgelaufen und dann dachte ich mir hier. Ach so, warte mal. Genau die Stelle kenne ich. Das ist mir auch ziemlich am Sack gegangen, weil ich da hochgelaufen bin, runter und ich habe gesucht. Aber ist das schon echt lang her. Ja, komm mal on und flieg mich. Ja, ich bin schon on. Achso, ich sehe dich schon. Ich bin gerade noch in Gridania. Wieso kann ich dich nicht einladen? Das weiß ich nicht. Du bist Level 5. Ja, weil ich auch gerade auf der, auf dem, Waldläufer bin. Aber das dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Kann ich andere Leute einladen? Ach so, Blödsinn, er hat mich hier eingeladen, deswegen. Ach so, ja, dann musst du wahrscheinlich erstmal. Ja. Ich lade ihn einfach auch nochmal ein. Kann ich nicht? Interessant. Bitte? Ich kann ihn jetzt nicht einladen. Na gut. Wie dem auch sei, ich warte hier mal auf. Also ich such mal weiter, aber. Du dürftest ja eh gleich da sein, ne? Also die Stelle, die Stelle ist ja die Stelle ist schon, ne? Naja. Die sind fies. Die ist tatsächlich fies. So, wie heißt die Gegend denn nochmal da? Du musst nach Trina Annex. Ach, Trina Annex, ja. Trina Annex, ja. Das ist der schnellste Weg. Gibt's da so tolle Musik da? Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie in einem Monster Hunter, weil dieses Höhlenlayout erinnert mich stark an eine Map von Monster Hunter. Was nochmal? Was? War es grün oder was erinnert dich an? Ich habe es gerade nicht akustisch nicht verstanden. Das Höhlenlayout. Ach so, okay. Das hat mich irgendwie an eine Höhle von Monster Hunter 3 oder 3 erinnert. Aber die Aussicht ist geil. Die Aussicht ist ja, top. Kann man schön runtergucken. Ja. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, aber es gibt ja auch für Final Fantasy 14 so
Mods praktisch, so Reshader und so ein Kram und dass okay. die ganze Welt halt ein bisschen prächtiger aussieht von den Farben auch her. Wirklich? Ja, das habe ich nämlich auch drin und das ist einfach unfassbar, wie viel besser die Welt dann aussieht, weil wenn du die drin hast, merkst du eigentlich, dass, also meiner Meinung nach, über der gesamten Welt irgendwie so ein fetter Grünfilter hängt und das ist mir vorher nie aufgefallen. Okay. Ja, also. Neo, ist es erlaubt? Das ist erlaubt, weil es ist kein Eingriff in dem Spiel, was dir irgendeinen Vorteil bringt. Das ist einfach nur rein optisch und ich weiß nicht, wenn du Nexus-Mods kennst? Ja, kenne ich, ja. Ja, da gibt's halt auch genügend Mods und da kannst du dir, wenn du lustig bist, auch für Charakter... Ja, das Ding ist... sowas runterladen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ne, weil, also zum Beispiel bei Blizzard war es so, ne, da gab's auch zum Beispiel T-Morph, wenn dir das was sagt. Da konntest du einfach das Aussehen deines Charakters für dich verändern. Du konntest dir Equip anziehen, das du haben willst, also nur optisch gesehen, konntest dich in Rassen und alle möglichen Models konntest du, wie du willst. Ah, ja, stimmt. Bist, ne? Ja, und, hatte ich mal gesehen gehabt. Ja, ich glaube, ich habe einen Weg sogar gefunden gerade. Ich bin ja mega krass. und die GMs, nee, ich kann hier nicht runterspringen. Ach Gott, triggert mich die Gegend hier. Ah doch, ich kann hier runterspringen. Cool. Okay, dann habe ich's. Ah, gut. Ich komme gerade angeflogen mit meiner Gobur. Ja, und das ist, laut den GMs ist T-Morph okay, ja? Nur, es läuft die ganze Zeit im Hintergrund, wenn du WoW spielst, so ein Blizzard-Agent, ja? Und wenn der dann checkt, dass du das anhast, dann kann es sein, dass er anschlägt und dann bist du halt einfach autobanned. Und wenn das passiert, dann ist es den GMs aber auch wurscht. Ach so. Ja, das ist natürlich blöd dann. Also ob es jetzt wirklich die Schuld von T-Morph war, dass die Leute gebannt wurden, die das berichten, ist es halt, ne, könnte sein, muss aber nichts. So, warte, jetzt bin ich eigentlich eh schon da, aber krasses Mount hast du da, Kollege. Kennst du die Viecher? Ja, kann ich, klar. Ich habe ja ein Bett von... Wo muss ich jetzt... Alter, willst du mich verarschen? Weißt du, wo ich da hin muss? Ich dachte eigentlich hier hoch. Komm, ich steig mal auf, komm hier, ja. Ach nee, warte, ich hab falsches Mount. So, du kannst... Da kannst du aufsteigen. Ah ja. Auf diesem schönen Windfisch. Okay, irgendwo? Post geöffnet? Nee, noch nicht. Ich habe noch gar keine. Achso, von gestern, ja, die habe ich schon geöffnet. Sonst hätte ich das Equip ja nicht an, ne? Was? Siehst du? So, irgendwo hier, ne? Kannst du mal gerade die Karte bei dir aufmachen? Dann gucke ich im Stream nämlich, wo bei dir da die Quest steht. Achso, da oben. Da sind wir, okay. Interessant. Jo, ne? Jetzt muss man da sogar tatsächlich unterirdisch. Ja, kann eh sein, aber ich war gerade drin und habe niemanden gesehen. Also dachte ich mir, jo, dann muss es oben sein, habe versucht drauf zu kommen und oben ist es halt dann doch irgendwie nicht. Es ist. Ich hab's mal so melken. Was hast du vor? Keine Ahnung. Ja, flieg einfach ein bisschen rumfliegen. Ja, such einen Eingang und flieg rein. Also, das ist ja. Ja, ich weiß, damals war ich ja hier an der Stelle und ich habe mir auch fast den Hintern gebissen, weil ich ihn nicht gefunden habe, den Eingang. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ja, also fahren das Spiel unterirdisch, sagt Ryu. Also es ist schon mal drin, auf jeden Fall. Vielleicht muss man ja doch irgendwo am Berg... So, kann ich jetzt noch eine allgemeine Frage stellen? Wie funktioniert das, dass die Laternen und die Kisten auf dem Wal einfach liegen bleiben? Vielleicht sind die angetaped, ich weiß nicht. Ja, festgenagelt, zack, zack. Das sind magische Kisten. Genau wie die Lampen, die sind auch alle super magisch. Und das Tuch, zurück, das bleibt zurück da zum heute. Turm, zurück zum Turm, mein Trio. Okay. Dem hier. Das ist der einzige Turm, den ich sehe. Da gibt es einen Eingang, sagt er. Aha. Kann durchaus sein, das weiß ich. Ja, da unten, da ist ein Weg auf jeden Fall, ne? Da könntest du reingehen auf jeden Fall. Was ist denn der Turm? Der Turm, da sitzen so Drachen drin. Warst du da noch nicht drin? Nee, war ich noch nicht. Soll ich mal mit dir reinfliegen? Ja, kannst du auch machen, ja. Der Turm, der Wal hat ein eigenes Gravitationsfeld. Hallo, das ist einfach der magische Windfisch aus Legend of Zelda.
Der ist wirklich aus Zelda? Ich dachte, das hat nämlich letztes Mal... Nein, nicht, aber ich habe mir den einfach gekauft, weil ich den so mega geil fand. Okay. Ist halt ein Mount, was man sich kaufen muss. Da dachte ich mir, ist mir egal. Ich finde den klasse. Ja, der ist cool, ja. Was kostet der? Ist das ein Ingame-Shop, also Echtgeld, oder? Ja, also Mori-Station, genau. Da muss man Okay. Ich weiß nicht, vielleicht hat der 20 Euro gekostet oder so. Da, der Eingang ist da hinten, da unten. Genau. Ah, genau, hier unten.